Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wie soll der transatlantische Datenaustausch zwischen EU und USA in Zukunft ablaufen? Darüber musste man sich ordentlich Gedanken machen in den letzten Wochen und Monaten, nachdem Safe Harbor gekippt wurde. Jetzt also saß man zusammen, die Köpfe rauchten und man hat sich jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen was ausgedacht. Taucht das jetzt was? Taugt das was? Kann das was? Oder eher doch nicht? Das werden wir jetzt versuchen zu klären. Bei mir im Studio ist Alexander Sander, wie jeden Mittwoch, beziehungsweise Volker ist ja der andere, der bei euch immer noch mit dabei ist, und damit herzlich willkommen, lieber Alex. Vielen Dank, hallo. Alex, dann lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf den neuesten Stand in Sachen Safe Harbor oder auch Privacy Shield, so heißt ja das neue Ding, was man sich jetzt ausgedacht hat, bevor wir da hinkommen, lass uns noch mal ganz kurz klären, was war jetzt Safe Harbor gleich nochmal? Also Safe Harbor ist eine Vereinbarung, die zwischen der Europäischen Kommission und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossen wurde, und zwar im Jahr 2000. Also eine Vereinbarung, die jetzt fast 16 Jahre alt ist. Und es geht darum, den transatlantischen Datenaustausch zu regulieren, dass eben, wenn Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern, personenbezogene Daten, nach Amerika übermittelt werden, dass dann ein entsprechend ausreichendes Datenschutzniveau garantiert wird. Das bedeutet, wenn ich bei Facebook oder bei Google meine personenbezogenen Daten hinterlassen, kann ich davon ausgehen, dass meine Daten dort zumindest mit ausreichenden Schutzstandards behandelt werden, etwa entsprechend dem europäischen Datenschutzniveau. Das Problem ist aber, dass ja wir auch wie viele andere eben kritisiert haben, dass das nicht offensichtlich der Fall sein kann. Das Ganze wurde dann eben zum EuGH gebracht, und der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, hat dann im Oktober letzten Jahres ein Urteil gesprochen und hat gesagt, nein, diese Safe Harbor Vereinbarungen reichen nicht aus. Es ist kein adäquates europäisches Datenschutzrecht in Amerika vorzufinden, und deswegen ist dieser transatlantische Datenaustausch, so wie er stattgefunden hat, bisher illegal. Mhm. Gut, das war also tatsächlich ein sehr, sehr wegweisendes Urteil, was man damals gefällt hat. Das hat sehr, sehr viele Menschen erstmal außer Gefecht gesetzt. Dann war große Panik angesagt. Oh Gott, jetzt müssen wir uns was ausdenken. Was waren dann aber die Hauptkritikpunkte damals? Also die Hauptkritikpunkte des Europäischen Gerichtshofs waren vor allen Dingen die Massenüberwachung durch die amerikanischen Geheimdienste. Und zwar erstmal nur, dass es überhaupt möglich ist. Also dass die Gesetzeslage in Amerika diese Massenüberwachung zulässt. Natürlich findet sie auch statt, das wissen wir seit den Snowden-Enthüllungen. Mhm. Ein weiteres Problem ist auch, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger keinen wirklichen Rechtsschutz hatten. Also wenn jetzt zum Beispiel amerikanische Unternehmen Schindluder mit den Daten treiben, dann kann ich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise da juristisch dagegen vorgehen. Und ein weiteres Problem ist auch, dass diese Safe Harbor Vereinbarung nie überprüft wurde, ob sie denn tatsächlich auch eingehalten wurde. Also die Europäische Kommission hat das gar nicht überprüft und das amerikanische Handelsministerium nur ganz lax. Also man kann ja auch von keiner wirklichen Kontrolle sprechen in diesem Zusammenhang. So, jetzt hat man sich also hingesetzt, hat sich natürlich auch schon ein bisschen was ausgedacht, hat sogar schon was vorgelegt. Was ist denn jetzt seitdem rausgekommen? Also man hat jetzt 3 Monate lang überlegt, das war sozusagen so eine Schonfrist, die man dann eben politisch sich erkämpft hat, und hat sich jetzt eben mit den Amerikanern auf bestimmte Eckpfeiler verständigt. Man hat jetzt eine politische Lösung gefunden, noch keine juristische, also es gibt noch keinen ausgearbeiteten, fertigen Vertragstext, auf den man sich berufen kann. Aber die EU-Kommission hat eben gestern eine Pressekonferenz gegeben und hat dort erklärt, wie diese neuen Safe Harbor Vereinbarungen, also das Privacy Shield, wie es jetzt eben heißt, aussehen soll. Und da sind zum Beispiel bestimmte Kontrollelemente vorgesehen. So soll es zum Beispiel eine jährliche Evaluation geben, ob diese Datenübermittlung nach europäischem Recht eingehalten wird. Allerdings muss man auch hier sagen, diese Überprüfung findet durch die Europäische Kommission und das Handelsministerium statt, also keine unabhängige Überprüfung, etwa durch Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbehörden. Mhm. Also von da aus muss man eben auch sagen, ob das ausreichend ist, bleibt anzuzweifeln. Und die Kommission hat behauptet, dass eben die Massenüberwachung begrenzt wird. Das hätten sie zugesichert bekommen von amerikanischer Seite. Was das aber konkret bedeutet, Begrenzung, also ist das eine Person weniger, die jetzt überwacht wird? Oder was kann man sich darunter vorstellen, wenn Massenüberwachung begrenzt wird? Insbesondere, wenn man weiß, dass eben zum Beispiel amerikanische Behörden auch direkt an Internetknotenpunkten die komplette Kommunikation mitschneiden. Also hier sehen wir natürlich auch massive Probleme, weil das Kernproblem, dass eben diese Massenüberwachung juristisch möglich ist in Amerika und tatsächlich eben stattfindet, weiter bestehen bleibt. Und dann hat man noch eine Stelle eingefügt, einen sogenannten Ombudsmann, auch
auf Seiten der amerikanischen Behörden, also der halt direkt im Handelsministerium angesiedelt ist, der dann sozusagen als Vermittler dienen soll. Es gibt aber eben dann nach wie vor keinen juristischen festen Anspruch sozusagen, um dann gegen diese Regulierung vorzugehen. Also all das, was man sich jetzt sozusagen mit diesem Privacy Shield überlegt hat, ist im Grunde Safe Harbor 1.1, also das gleiche nochmal im Grunde. Die Probleme bleiben bestehen, deswegen sagen wir, es ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Naja, jetzt nochmal ganz schnell zurück. Was hat sich denn konkret in Sachen Datenübermittlung seit diesem Urteil vom Europäischen Gerichtshof geändert? Gab es da jetzt ganz konkret was, was zum Beispiel jetzt auch auf dich oder mich oder sich auf andere Leute ausgewirkt hat? Beziehungsweise was ändert sich jetzt nach diesem neuen Papier? Also de facto hat sich erstmal nichts geändert. Mhm. Es ist so, dass diese Datenübermittlung de facto illegal ist. Was dann passiert ist, dass dann zum Beispiel Google angefangen hat, nochmal so eine Abfrage zu machen, bevor man dann eben diesen Dienst benutzt und dann sozusagen neue AGB auf den Weg gebracht. Das reicht natürlich auf keinen Fall aus, um dann halt tatsächlich dieses Datenschutzniveau zu garantieren. Aber es ist halt so, dass jetzt die Kommission sich mit diesem Vorschlag, mit diesem Verhandlungseinstieg mit den Amerikanerinnen nochmal 3 Monate sozusagen erkauft hat. Es wird gesagt, in 3 Monaten soll dann dieses neue Privacy Shield Abkommen auf den Weg gebracht werden. Also das bedeutet, in 3 Monaten werden wir dann halt hoffentlich dann auch einen konkreten Text haben. Und nachdem dann diese Datenübermittlung stattfindet, ich gehe aber davon aus, dass dieses Papier dann auch relativ schnell wieder beim EuGH landen wird, neue juristische Streitigkeiten auf uns zukommen. Für uns wäre es natürlich viel, viel schöner, wenn die EU-Kommission gleich im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher hier ein robustes Abkommen auf den Weg gebracht hätte und nicht eines, welches relativ zügig wieder vor dem Europäischen Höchstgericht landen wird. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was sind denn jetzt eure konkreten Vorschläge? Wo sagt ihr, hier, das wäre jetzt eine ganz, ganz detaillierte Sache, wo man einfach nachhaken muss, beziehungsweise wo man gleich was Solides auf die Beine stellen muss? Na, klar ist, dass diese Massenüberwachung ein Ende haben muss. Also man muss eben die Amerikaner dazu bringen, dass sie aufhören, sämtliche europäischen Bürgerinnen und Bürger komplett zu überwachen, ohne Anfangsverdacht, ohne in irgendeiner Art und Weise nachweisen zu können, dass hier ein Verbrechen oder Ähnliches vorgelegen hat, sondern dass er anlasslos und verdachtsunabhängig überwacht wird. Das muss ein Ende haben. Und dann kann natürlich auch wieder dieser Datenaustausch stattfinden. Das ist das Kernproblem. Es muss aber eben auch darüber hinaus kontrolliert werden, ob die Firmen, Facebook, Google, andere auch tatsächlich sich an dieses Datenschutzniveau halten, was dann mit den Daten passiert, ob hier eben europäische Rechte eingehalten werden. Also ihr braucht dann auch noch weitere Kontrollmechanismen und Ähnliches. Und von daher, ja, das, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll mit diesem Privacy Shield, ist jenseits davon und wird dieses Ziel in keiner Weise erreichen. Und das heißt, das hast du ja schon erwähnt, dass es sein könnte, dass sich das jetzt noch auf Ewigkeiten hinzieht, weil es eben so ein kleines Ping-Pong-Spiel wird jetzt. Genau. Also es ist so, dass Gerichte natürlich eine gewisse Zeit brauchen. Das neue Abkommen wird auf den Weg gebracht, dann wird es sicherlich jemanden geben, der dagegen klagt, dann geht das wieder zum EuGH, das dauert wieder ein paar Jährchen und in der Zeit sind halt unsere Daten sozusagen ungeschützt und wir wissen aber, dass im Grunde in einigen Jahren wir vor dem gleichen Problem stehen wie heute und spätestens dann eine Lösung finden müssen. Von daher wird das Problem de facto nur verschoben und das eben auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Aus Safe Harbor wird Privacy Shield, aber drin ist irgendwie immer noch das Gleiche, sagt Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Und damit erstmal Dankeschön, Alex, dass du hier warst. Ein sehr, sehr interessantes Thema und wir werden mal sehen, was sich in den nächsten Monaten noch tut und können dann eigentlich nur die Daumen drücken, dass sich da dann irgendwas Verbraucherfreundliches ergibt. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank. Flux FM in digitaler Gesellschaft.